Was ist Ihr Eindruck vom Projekt des Deutschen Hauses und von der Baustelle, auf der Sie sich gerade befinden? Dieses Gebäude hier wird eine Visitenkarte für die deutsche Wirtschaft. Aber nicht nur das, sondern mit den Standards, die hier umgesetzt werden, ist das ein Maßstab für alle gebündelten wirtschaftlichen Aktivitäten von deutschen Unternehmen im Ausland. Daran wird künftig alles gemessen werden. Wenn Sie das Potenzial sehen, dass es hier in Südostasien und speziell in Vietnam gibt, was wäre Ihr Aufruf an die deutschen Unternehmen, speziell für den Mittelstand, mit so einem Leuchtturmprojekt, das die Bundesrepublik Deutschland hier für Vietnam und ASEAN realisiert? Das Deutsche Haus ist ein ideales Sprungbrett für den südostasiatischen Markt. Vietnam ist eine junge, wachsende Gesellschaft. Hier wird sich in Zukunft ungeheuer viel abspielt. Es gibt keine bessere Plattform, um einzusteigen.